Ja, ich sehe Gesichter, die sich viel mit XML und digitalen Technologien auseinandergesetzt haben. Und ich sehe Gesichter, die sich viel mit Horvath auseinandergesetzt haben. Ich hoffe, dass ich in meinem Vortrag beide anspreche. Überschrieben habe ich meinen Vortrag mit Rahmen Netzwerkanalyse, Schwierigkeiten und Methoden einer Repräsentation der Figurennetzwerke in Horvaths Geschichten aus dem Wienerwald. Was eine Rahmennetzwerkanalyse ist, was die Schwierigkeiten dabei waren, auf welche Methode wir uns geeinigt haben, das hoffe ich, kommt in dem folgenden Vortrag heraus. Dieses Bemühen, die Figuren zu repräsentieren, haben wir in einem digitalen Medium gemacht und daraus ist auch eine digitale Edition entstanden. Und die digitale Edition, die man jetzt sich auch anschauen kann, basiert aber auf einer analogen Edition, auf der historisch-kritischen Ausgabe, die von Herrn Kasperger und seinem Team am von Stabel-Institut erstellt und herausgegeben wird. So sieht die aus. Und der Kern der digitalen Edition, also die umfasst zurzeit die Geschichten auf dem Wienerwald, also ein Drama von Horvath. Der Kern besteht in den Endfassungen. Die historisch-kritische Ausgabe bildet auch noch vorherige Arbeiten an dem Drama ab, von ersten Notizen über einzelne Textstufen hinaus bis zu den Endfassungen. Wir haben uns auf die letzten beiden Fassungen, auf die Endfassung konzentriert. Und die digitale Edition liefert eigentlich zwei Sachen. Zum einen repräsentiert sie formale Struktureinheiten, die wir so von der historisch-kritischen Ausgabe übernommen haben. Und zum anderen geht sie, sage ich mal, weiter, indem sie sprachlich-inhaltliche Struktureinheiten repräsentiert und abbildet, die an der Oberfläche nicht zu erkennen sind. Und ich möchte ganz kurz darauf eingehen, weil es eigentlich eine schöne Möglichkeit ist, zu zeigen, welche Unterschiede zwischen Medien bestehen und wie sie doch irgendwie auch miteinander zusammenhängen. Also wir haben es natürlich einmal mit dem Buch als Medium zu tun, in der historisch-kritischen Ausgabe, und auf der anderen Seite haben wir einen Computer oder das digitale Medium, auf der die digitale Edition basiert. Und ich möchte das so beschreiben, dass man eigentlich mit zwei Mediensystemen zu tun hat. Und wenn man innerhalb dieser Mediensysteme arbeitet, bedient man sich auch einer bestimmten Sprache. Und um jetzt einen Unterschied aufzuzeigen, bei der Druckedition kann man sagen, in dem Medium des Papiers fallen später genau das, was ich aussagen will, und die Form, wie es ausgedrückt ist, zusammen. Und man bedient sich dabei, oder die Rolle, was daraus entstanden ist, eigentlich die Typografie, also dass man versucht, Inhalt fürs menschliche Auge sichtbar zu machen. Und wenn man da in einer analogen Druckedition arbeitet, dann muss man sich natürlich auch mit den Möglichkeiten auseinandersetzen. Und das Medium gibt dann auch bestimmte Bedingungen, aber auch Grenzen vor. Bei der digitalen Edition steht am Ende auch immer etwas Sichtbares, aber das, was Inhalt ist, wird, bevor es sichtbar ist, erstmal durch eine Maschine verarbeitet. Also wir haben es mit einer Datenverarbeitung zu tun. Und das ist eigentlich auch schon, also damit gehen viele Sachen einher. Also wenn man jetzt so, also vielleicht die Extreme aufzeichnet, man hat es irgendwie beim Druck einer Edition irgendwie mit Druckern zu tun, klassischerweise, und man hat sich da auf eine bestimmte Sprache, auf die Druckersprache geeinigt, und der digitale Editor, der muss sich mit der Sprache des Computers auseinandersetzen, weil der Computer den Inhalt verarbeitet und letztendlich dann auch anzeigt. Und wie eigentlich die meisten hier wahrscheinlich wissen, ist ein Standard die Sprache XML,
Und weil wir eine digitale Edition haben, haben wir uns dann auch auf ein Datenmodell in dem Datenformat XML geeinigt. Das war so die Sprache, die wir finden mussten, um mit dem Computer zu reden oder eine Anweisung zu finden. Und kurz noch dieses Datenmodell, ich spreche die ganze Zeit von wir. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist das Projekt ja eine Kooperation zwischen dem Zentrum für Informationsmodellierung und dem Franz Nabel Institut für Literaturforschung. Und zum anderen im Konkreten habe ich das mit Martin Feber zusammen entwickelt, das Datenmodell. Wir haben uns irgendwann gegenseitig ausgetauscht, Veränderungen. Ich kam halt mehr von der technischen Seite, eher mehr von der inhaltlichen Seite. So ist das entstanden. Ich habe ja vorhin schon davon gesprochen, die digitale Edition repräsentiert einmal die formalen Textstrukturen und auf der anderen Seite die mehr inhaltliche Strukturen. Und um jetzt ein Beispiel zu zeigen, wie wir dieses Modell entwickelt haben für die formalen Textstrukturen, um dem Computer diese Textstrukturen mitzuteilen, habe ich jetzt mal die Vorlage, wie sie auch in der historisch-kritischen Ausgabe in der analogen Form besteht, die abgebildet und zeige jetzt mal in einzelnen Elementen, was wir identifiziert haben als auszeichnungswürdig und wie wir es dann beschrieben haben. Wir haben auf der obersten Stufe eigentlich in beiden Fassungen Einteilungen. In der 7-Bilder-Fassung sind es Bilder, die durch Unterstreichung zum Beispiel markiert sind. In dem anderen gibt es Teile. Dann haben wir als größere Strukturen Absätze, die eigentlich durch Weißbaum markiert sind fürs Auge. In der anderen Fassung sind es, glaube ich, römische Ziffern und Zahlen. Und innerhalb der Absätze gibt es nochmal, ja, auch wieder so wie als Absätze markiert. Zum Beispiel hier ist einmal, das ist dann immer so ein hängender Einzug, zum Beispiel Havlicek, und danach geht es wieder neu los mit Oskar. Und dann auch wieder typografisch markiert gibt es innerhalb dieser Absätze nochmal Kursivschrift, umklammerte Kursivschrift. Das wäre das komplette hier, das sind Bühnenanweisungen, die der Autor gemacht hat. Und dann gibt es aber auch, hier ist jetzt noch ein schönes Beispiel, da hätten wir einmal die Bühnenanweisung, die fängt hier an und geht bis hier. Und dann haben wir aber Rekte geschrieben, Sprechanweisung. Und das sind so Struktureinheiten, die man schön an der Oberfläche identifizieren kann. Und da war es eigentlich jetzt im ersten Schritt wirklich unser Ziel, eine Kopie der historisch-kritischen Ausgabe zu liefern. Nicht mehr, nicht weniger. Und das ist etwas, was das digitale Medium auch kann. Saale spricht da teilweise von einer Transmedialisierung, also dass mehrere Formen möglich sind in diesem Medium. Zum Beispiel auch wieder die Kopie so einer analogen Ansicht. Okay. So. Jetzt habe ich gesagt, okay, wir müssen dieses, was wir erkennen, können wir jetzt nicht erstmal im ersten Schritt nicht typografisch abbilden, sondern wir müssen eine Sprache benutzen, die der Computer versteht. Und da haben wir für diese Makrostrukturen, Bilder, Teile, haben wir Div 1 benutzt. Für die Absätze bzw. Bühnenbilder, das ist immer je nach Fassung, markiert durch Weißbaum, römische Ziffern, haben wir Div 2 benutzt. Für die Sprecherfiguren, das ist immer, wenn ein hängender Einzug besteht, haben wir gesagt, okay, wird durch ein Speech-Element repräsentiert. Die Bühnenanweisung, also das, was kursiv und geklammert geschrieben war, ist in Stage gefasst. Und der Sprechertext mit P. Das waren jetzt die formalen Strukturen, die man an der Oberfläche sehen kann. Jetzt haben wir aber auch inhaltliche Strukturen, die ja, in der Sprache drin steckt, in den Sätzen. Und also ich reiße nicht alle an, aber so ein paar wichtige. Wir haben
innerhalb der Struktur der, der Bühnenanweisung haben wir nochmal feiner differenziert. Zum Beispiel gibt es sowas wie Personenbeschreibung. Also Oscar, da wäre die Personenbeschreibung mit weißer Schürze. Dann gibt es eine nonverbale Handlung. Er steht in der Türe seiner Fleischhauerei. Da braucht man natürlich dann auch schon mal ein Verb. Hier ähnlich wieder. Ida, ein elfjähriges herziges mageres Mädel, wäre wieder eine Personenbeschreibung. Und dann käme wieder eine nonverbale Handlung. Sie verlässt mit ihrer Markttasche. Dann gehe ich mal weiter. Hier haben wir auch wieder eine Bühnenanweisung. Und das ist eigentlich eine prosodische Angabe. Da steht schadenfroh. Und diese Schadenfroh bezieht sich auf, die, auf den darauf folgenden Sprechakt. Dann haben wir diese Bühnenanweisung auch nochmal einzeln gefasst. Was wir auch noch ausgezeichnet haben, ist Hintergrundmusik. Immer wenn, also viele Teile des Stückes sind mit Hintergrundmusik versehen. Und da gibt es so Marker zum Beispiel, im zweiten Stock spielt jemand auf seinem ausgeleierten Klavier die Geschichten aus dem Wienerwald. Und als letztes noch Wichtiges, wir haben diese Personenhandlung. Immer wenn jemand eine nonverbale Handlung ausführt, ist es häufig so, dass diese Handlung zwischen zwei Personen stattfindet. Also es gibt immer sagen, einen aktiven Teil und einen passiven Teil. Zum Beispiel Mathilde reicht sie ihm und ihm wäre auch wieder eine Figur, die aber in, diesem, in dieser Handlung passiv ist und das haben wir auch ausgezeichnet. Gut, jetzt kommen wir wieder auf die XML-Sprache. Nonverbale Handlung. Alles in Stage gefasst, eine Bühnenanweisung, aber es ist Type Business. Personenbeschreibung, wieder Stage, Type Modifier, prosodische Angabe, Stage, Type Delivery. Die Hintergrundmusik haben wir für die Fachleute, weil, das, weil diese Struktureinheiten sich mit anderen überlappen, haben wir da leere Elemente genommen. Und das wäre dann in, der Fall, in dem Fall Milestone, Unit gleich Music. Oder wenn das Ende der Musik angezeigt werden soll, Milestone, Unit, Non-Music. Die einzelnen Personen, die in einer, Hand, in einer nonverbalen Handlung vorkommen, sind ausgezeichnet mit Name, Ref. Gut. Um kurzen, kurzen Eindruck davon zu vermitteln, wie das dann aussieht, man sieht schon, wir haben, fangen mit einer Makrostruktur an, das ist irgendwie dieses erste Bild und dann, das ist nochmal ein Setting, das ist nochmal ein Sonderfall, dann geht es aber los mit Div 2, der erste Absatz beginnt, das erste Ereignis, das hat noch als, als Differenzierung, okay, das ist dann die, die Musik beginnt, meist in die Musik, dann kommt eine, in, innerhalb dieses, dieses Ereignis kommt eine Bühnenanweisung und so weiter und so fort. Genau. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, okay, bei der digitalen Edition haben wir noch diesen, da verfällt nicht der Inhalt mit, dem, mit, dem, mit der Form direkt im Papier zusammen, sondern wir haben da nochmal einen Zwischenschritt, nämlich Zwischenschritt den Computer, der diese Daten verarbeitet und dann wieder zu eine Visualisierung herbeiführt. Also das, das, was der Mensch dann wieder aufnehmen kann. Oder so, ja. Und das werden hier werden jetzt die Daten. Und der, der Stylesheet wäre die Anweisung, wie diese Daten von dem Computer verarbeitet werden. Und hinten raus kommt dann zum Beispiel eine HTML-Seite. Und ich, habe jetzt, ich zeige jetzt kurz zwei Ansichten, die die digitale Edition anbietet. Einmal die Leseansicht. Und da sehen wir, okay, das ist das Original. Ich weiß nicht, ob man es von da hinten sieht. Und das ist 1:1 eigentlich eine Kopie. Jetzt gibt es hier noch weitere Möglichkeiten, was halt irgendwie im analogen Medium nur schwer zu realisieren wird. Ich kann mir bestimmte Struktureinheiten highlighten lassen. Jetzt eine ganz andere Form der Ansicht wäre eine Netzwerkansicht, beziehungsweise einen Schritt davor noch. Ich lasse mir bestimmte Figurenkonstellationen anzeigen. Und das ist
mit der Hilfe des Computers halt geschehen. Ich habe das alles eingegeben und der, dann gibt es einen Programmcode und der rechnet mir dann aus und dann komme ich wieder zu so einer Ansicht, einer visuellen Ansicht. Das zeigt vielleicht schon so den Unterschied, aber auch wieder, wie man von dieser Tradition der Druckausgabe auch geprägt ist oder dem Schriftbild und so weiter. Das haben wir auch übernommen. Gut, weiter geht's aufs eigentliche Thema meines Vortrags, auf die Netzwerkanalyse. Und das Konzept, was hinter unserer Arbeit da steht, stammt von Solomon Markus und der hat es so beschrieben. Also stellen wir uns einen Zuschauer vor, der im Laufe der Theatervorstellung nur vermag, die Auf- und Abtritte der Schauspieler zu beobachten und jeden Charakter zu erkennen. Also auch zwei verschiedenartige Charaktere voneinander zu unterscheiden. Die Informationsmenge, die unser Zuschauer empfängt, nennen wir die Szenenstruktur des Stückes. Und unsere Netzwerkanalyse basiert auf dieser Szenenstruktur. Ich will da jetzt genauer eingehen. Also, Ausgang, man beobachtet immer einen Auf- und einen Abtritt. Das heißt, aus diesen Auf- und Abtritten weiß man auch, welche Figuren gemeinsam auf der Bühne stehen. Das ist jetzt ein Beispiel, da steht am Anfang in der ersten Szene steht Oscar auf der Bühne. Dann in der nächsten Szene gibt es anscheinend einen Auftritt von Ida. Also haben wir eine neue Figurenkonstellation auf der Bühne. Oscar und Ida sind gemeinsam auf der Bühne und so weiter und so fort. Hier zum Beispiel haben wir auf einmal einen Abtritt, Ida ist nicht mehr da. Dann ist die Figurenkonstellation auf der Bühne Oscar und Havlicek. So, diese Binärmatrix ist ja noch nicht eine Darstellung des Netzwerks als Graph. Und diese Übersetzung kann man sich so vorstellen. Man nimmt alle Charaktere, die in dem Stück auftreten und plottet die so auch wieder als Binärmatrix. Und so, dadurch, dass wir, das wären jetzt die einzelnen Charaktere, und dadurch, dass sie sowohl auf der X- als auch auf der Y-Achse abgebildet sind, kann man alle möglichen Figurenkonstellationen da drin abgebildet. Und ob jetzt zwei Figuren tatsächlich zusammen auf der Bühne steht, ist durch den Zahlenwert hier markiert. Zum Beispiel AA, das ist sinnlos, das interessiert es nicht. Uns interessieren immer die Beziehungen zwischen zwei Personen. Aber zum Beispiel Figur A und Figur B werden in dem Fall in dem Stück kommen, jetzt stehen die zweimal gemeinsam auf der Bühne. Muss ich überlegen, es gibt immer diese Szenen. Und dann kann zwei Figuren können dann in der einen Szene zusammen auf der Bühne stehen und später nochmal. Und so ergeben sich dann diese Zahlenwerte. Und die Zahlenwerte kann ich als Graph abbilden. Zum Beispiel, wir hatten ja gerade Figur A und B, sind durch eine Kante markiert, also stehen sie in Verbindung, beziehungsweise stehen zusammen auf der Bühne. Und durch die Dicke dieser Verbindung wird dann auch noch die Häufigkeit des Zusammenstehens auf der Bühne markiert. Zum Beispiel sehen wir, A und B stehen zweimal auf der Bühne, B und D stehen auch zusammen auf der Bühne, sind da verbunden, aber jetzt schauen wir mal, B, D ist nur einmal, deswegen auch nur halb so dick. Und C und D müssten ziemlich dreimal auf der Bühne. Ein Zuschauer vor, der das immer beobachtet, welche Figuren stehen zusammen auf der Bühne, dann ist das ja schon eine bestimmte, etwas, was man voraussetzt. Man sagt, man hat ja diesen Text, diesen linearen Text, stellt ihn sich aber als Inszenierung auf der Bühne vor. Also da muss man jetzt erstmal den gedanklichen Schritt machen, dass man sagt, okay, dieser lineare Text ist eigentlich ein Geschehen auf der Bühne. Und die Bühne ist in dem Fall der soziale Raum, weil die Beziehungen, die entstehen ja durch eine Kopräsenz in diesem sozialen Raum in der Bühne, auf der Bühne. Und im Theater sieht man, das Stück passiert, und es gibt immer Auf- und Abtritte. Und das ist ja eine Folge. Ne? Man fängt an bei Zeit gleich 0 und dann irgendwann ist das Stück zu Ende. Und auf dieser linearen Achse passieren Auf- und Abtritte. Und der Encoder, der das jetzt repräsentieren soll, der muss das natürlich anhand des Textes erkennen. Man könnte natürlich auch sagen, ja, der setzt sich irgendwo in eine Vorstellung. Und jetzt wissen wir das Problem, der eine Regisseur inszeniert so, der andere so, lässt vielleicht eine Figur komplett raus. Also macht es Sinn, sich an den Text zu halten, weil da ist man am nächsten am Autor dran.
jetzt kann er das auszeichnen, er guckt im Text, steht irgendwo, ja, die Figur A verlässt die Bühne und macht dann einen Tag und einen Abtritt. Ne? Also ich zeichne das aus im Text und definiere da den Zeitpunkt, an dieser Stelle verlässt er die Bühne. Das Problem ist aber, dass der Autor anachronisch erzählt hat, also dass er Analepsen benutzt hat. Und da habe ich jetzt mal zwei Beispiele für rausgesucht. Also das kommt irgendwo im Text vor. Da steht dann, während zuvor Marianne geschrien hat, sind auch die übrigen Ausflügler erschienen. Also dieses Ausflügler erschienen wäre dann ein Auftritt auf die Bühne. Aber es ist nicht zu dem Zeitpunkt jetzt, nachdem der Zauberkönig das einzige Kind gesagt hat, sondern zuvor, während Marianne geschrien hat. Also der Zeitpunkt im Text korrespondiert nicht mit dem Zeitpunkt, wie es auf der Bühne dann passieren soll. Zweiter Fall ist Mathilde, die während Oskar mit dem Zauberkönig diskurierte. Ich kenne das im Text, das kann man dann gucken. Das passiert ein paar Absätze vorher oder einen Absatz vorher. Also die während das passierte, verschwand sie in ihre Tabakfabrik. Verschwand in ihre Tabakfabrik, wäre ein Marker für einen Abtritt. Aber jetzt das Problem, es passiert nicht zu diesem Zeitpunkt im Text. So, und wir haben uns dann auf folgende Methode geeinigt. Wir haben uns den Text nochmal angeschaut und haben auf der fast untersten Ebene haben wir diese figurenbezogenen Einheiten, das ist, wenn da vorher Oskar steht, der macht was, der sagt was, oder figurenungebundene Einheit, da steht zum Beispiel nur, das und das Stück wird aus dem Off gespielt oder sowas, also es ist nicht direkt an eine Figur verknüpft. Und die bilden immer Einheiten, das kann man relativ deutlich an der formalen Oberfläche sehen, an Absätzen oder sowas. Wir haben gesagt, okay, das definieren wir als Ereignis mit der zeitlichen Ausdehnung, wie lange die jetzt im Einzelnen dauern tatsächlich, also wie lange einer spricht, das haben wir nicht abgebildet. Und haben das jeweils, dieses Ereignis, in ein Speech-Element gefasst. Und nur zur Erklärung, da weichen wir von der Definition, wie das Speech-Element bei der TI definiert wird, ein wenig ab. Haben das aber in der Doku auch deutlich gemacht. Gut, und sagen, okay, wir haben jetzt diesen ganzen Text in Speech-Elemente aufgeteilt und können da dann in diese Einheit immer sagen, tritt jemand auf, tritt jemand ab. Figurenauftritt ist mit Move-Type-Entrance oder Move-Type-On-Stage, also wenn er am Anfang schon da ist, ist aber für die Analyse dasselbe. Und Figurenabtritt ist Move-Type-Exit. So, um das jetzt nochmal ein bisschen deutlicher zu machen. Also wir haben diese Abfolge von Ereignissen, die jetzt nochmal durch Absätze oder sowas gefasst sind, ist aber für diese Sache jetzt nicht so relevant. Ereignis 1, Ereignis 2, Ereignis 3 und so weiter und so fort. Und innerhalb dieser Ereignisse kann Hintergrundmusik beginnen oder es kann eine Figur auftreten. Zum Beispiel hätten wir jetzt hier ein fiktives Beispiel, in Ereignis 1 tritt die Figur X auf, in Ereignis 3, dann, also hat er vielleicht was gesagt, und dann in späteren Ereignis tritt dann die Figur Y noch dazu, dann kommt noch später die Figur Z, dann tritt wieder eine Figur X ab. Also so ändert sich die Figurenkonstellation auf der Bühne stetig. Um jetzt vielleicht nochmal auf das Problem zurückzukommen, sonst fällt das vielleicht ein bisschen hinten runter. Wir haben ja vorhin identifiziert, okay, der Zeitpunkt in dem Text stimmt nicht mit dem Zeitpunkt, wie er von dem Autor auf der Bühne gedacht ist, zusammen. Und dann haben wir das quasi so als Hilfsmittel genannt, okay, diesen Text, der gibt schon Struktureinheiten vor. Und dann haben wir gesagt, okay, das muss man dann aus dem Kontext erschließen. Ich gucke mir an, was will der Autor eigentlich? Und setzt dann abweichend von der Textstelle den Auftritt oder den Abtritt an das Ereignis, was davor passiert oder so. Also dass wir halt sagen würden, okay, während zuvor die Diskutierten ist abgetreten, dann schaue ich, in welchem Ereignis diskutieren sie und setze da dann den Marker. So. Und ich habe ja gerade schon gesagt, okay, man hat diesen linearen Text, dann hat man diese Ereignisse in XML, die so eine Abfolge darstellen. Und ein Beispiel, das wäre jetzt zum Beispiel das Ereignis Zauberkönig.
Der sagt die ganze Zeit etwas und so sieht das dann im XML aus. Wir haben ein Speech-Element, was das fasst, dieses Ereignis. Und wir haben hier ein Move-Type-Exit. Das Problem ist, hier steht es ja gar nicht drin, in dem Text. Und das ist jetzt quasi der Kontext, weil ich habe ja vorher in dem anderen Ereignis gelesen, während zuvor der Zauberkönig mit Oscar diskutierte. Also nehme ich das und sage, okay, ich mache das, den Tag setze ich halt in dieses Ereignis. Okay. Gut. Ich zeige jetzt mal das Ergebnis von dieser Einteilung und der Auszeichnung. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben zwei Hauptansichten und eine ist die Netzwerkansicht. Das zeigt jetzt erstmal keine Netzwerke ab, sondern nur die Binärmatrixen. Die sind halt, diese ganzen Auszeichnungen, in dem ganzen Text steht Auf- und Abtritte. Und durch einen Algorithmus stellt er mir das dann so dar. Also ich habe diese Szenenstruktur. Ich sehe zu jeder Szene, welche Figuren stehen gemeinsam auf der Bühne. Und ein kleines Beispiel, wenn ich jetzt hier reinklicke, kann ich mir auch immer den Grund im linearen Text anzeigen lassen, warum wir Encoder das überhaupt als Auf- oder Abtritt gewertet haben. Zum Beispiel hätten wir die Szene 5, da sieht man vorher, in der vorherigen Szene sind Oscar und Havlicek zusammen auf der Bühne und jetzt kommt Rittmeister dazu. Und im Text ist das dann so, Rittmeister kommt von links. Das ist ein relativ eindeutiger Marker, dass eine Figur auf die Bühne kommt. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Hier passiert relativ viel. Wir sehen vorher, in der vorigen Szene sind Rittmeister und Mathilde auf der Bühne. Jetzt ist Mathilde weg und dazu kommt Marianne und die gnädige Frau. Also wir sehen Mathilde sicher ab in ihre Tabakfabrik, verschwindet von der Bühne. Und direkt im Anschluss, Marianne begleitet eine gnädige Frau aus der Puppenklinik. Also für den Zuschauer sind auf einmal zwei neue Personen sichtbar. Und so, das sind die Marker im Text. Und so ist es dann formalisiert und abgebildet. So, und diese Daten, die dahinter sind, haben wir als Grundlage genommen, um jetzt einen weiteren Algorithmus zu nehmen, um das dann nochmal als Netzwerkgrafen zu visualisieren. Und ich nehme jetzt mal, man sieht ja hier, gibt es einmal Netzwerkgrafen für das gesamte Stück und dann auch nochmal aufgeteilt nach den Bildern, wie der Autor diese Strukturierung des Textes selber vorgenommen hat. Fürs erste Bild sieht der Graph so aus. Hier unten steht auch nochmal dieser Fruchtermain-Reingold-Algorithmus. Das ist natürlich wichtig, dass man weiß, diese Daten, diese Szenenstruktur, wie kommt man von diesen Daten zu dieser Darstellung? Weil wenn man einen anderen Algorithmus nimmt, sieht die Darstellung schon wieder anders aus. Sind aber die gleichen Daten, die als Input reingehen. Also was ich interpretiere jetzt so ein bisschen, ihr könnt euch gerne eure eigenen Gedanken machen. Man sieht, es sind viele Verbindungen und manche Verbindungen sind dicker, also scheinen diese Personen ein engeres soziales Verhältnis zu haben. Und in dem ersten Bild, ich hoffe man sieht das einigermaßen, zum Beispiel Person Zauberkönig, Marianne, Rittmeister, Oscar, Havlicek so ein bisschen, die stehen so in so einem engeren Verhältnis. Und gnädige Frau, Mathilde, Alfred, die stehen so ein bisschen, sind nicht ganz so stark verbunden und stehen auch, wenn man sich das jetzt hier als Zentrum denkt, stehen sie ein bisschen weiter außerhalb. Im zweiten Bild sieht der Graph schon irgendwie anders auch aus. Und ich interpretiere jetzt auch, das ist jetzt kein Anspruch auf Wahrhaftigkeit. Hier sieht man irgendwie, hier sind kaum Personen außenstehend, beziehungsweise Erich ist in der Mitte, aber alle anderen sind so zusammen. Und es sind auch sehr viele Verbindungen, die sind alle untereinander irgendwie miteinander verbunden in diesem zweiten Bild. Gut, es gibt hier stärkere Verbindungen zwischen Mathilde Alfred, Marianne Alfred, Erich ist auch noch relativ zentral und Zauberkönig. Und wenn man den Text ein bisschen kennt, da weiß man, dass in diesem zweiten Bild, das spielt an der Donau im Freien, und da sind alle Personen fast immer präsent auf der Bühne. Und da sind zwar Grüppchen, da passiert was, aber die sind nie völlig getrennt. Also die Figuren hätten immer die Möglichkeit zuzuhören oder hinzugehen.
während im ersten Bild oft Leute in Gebäuden verschwinden und wirklich weg sind. Und das ist so ein bisschen, ja, da in dem zweiten Bild, da kriegt jeder alles von jedem mit. So. Jetzt habe ich noch das dritte Bild. Das ist ganz schön, weil da ist auch wieder nochmal ein anderer Graph. Der ist sehr reduziert. Also man merkt schon, okay, das ist eine, das Bild passiert was auf der Bühne, wo nur wenige Personen dran beteiligt sind. Und was ganz interessant ist, der Cretin ist eigentlich, würde man erstmal denken, ja natürlich eine ganz unwichtige Person, wenn man das Stück ein bisschen kennt. Marianne und Alfred viel wichtiger. Der Weichvater ist auch anständig, aber das bildet sich ja ab. Aber Marianne und der Cretin zum Beispiel eine dickere Verbindung als Marianne und Alfred. Und da wundert man sich zuerst, weil die reden in der Szene gar nichts. Wobei es relativ viel nonverbale Handlung gibt. Also die gucken sich mal gegenseitig an oder sowas. Und es ist tatsächlich so, wenn man sich das hier auch nochmal anschaut, also das ist ja die Daten, die da reingehen. Zuerst sind Cretin, Marianne und Alfred zusammen auf der Bühne, dann geht Alfred weg. Alfred naturellement sicher und geht ab. Und der Cretin ist aber da noch zusammen dann mit Marianne alleine. Und das ist so ein bisschen, ja, jetzt wieder interpretiert. Marianne und Alfred haben so ein relativ starkes Spannungsverhältnis, die Beziehung zusammen ist, aber läuft nicht so gut. Und der Cretin, der guckt sich das die ganze Zeit so an und belustigt sich darüber, was die da eigentlich gerade für Beziehungsdrama abziehen. Das ist ja das. Jo, das sind so jetzt unterschiedliche, und man kann sich auch einen Graphen für das gesamte Stück angucken, der ist natürlich relativ komplex. Da sind alle Figuren drin, aber was ich ganz schön finde, man sieht irgendwie, ganz viele Figuren stehen mit ganz vielen anderen Figuren in Beziehung und dadurch entsteht so ein feines Netz ein großes oder ein dicht verästeltes Netz. Aber innerhalb dieses Netzes gibt es dann noch Beziehungen, die irgendwie stärker sind, wo mehr soziale Interaktion passiert. Das sind dann zum Beispiel Rittmeister, Oskar. Das ist, geht nicht hier durch die großen, das ist nicht hier, man muss mal genau gucken. Zauberkönig, Mathilde, ganz wichtige Figur. Also man sieht, okay, es gibt diese Welt, da sind viele Figuren drin und mehr. Einige Figuren sieht man öfters, stehen in engen Beziehungen, die scheinen wichtiger zu sein und auch untereinander in enger Beziehung zu stehen. Gut, da sind jetzt mal so drei Netzwerkgrafen, man kann sich von den anderen auch noch anschauen. Und ich würde jetzt ganz gerne, ich habe ja so ein bisschen das Konzept vorgestellt, was dahinter steht, und ich würde gerne von Ihnen und euch so wissen, was ihr überhaupt davon haltet, weil das ist ja so ein bisschen diese. Netzwerkanalyse kommt ja so aus der Soziologie auch. Also er hatte erstmal nichts direkt mit der Literaturwissenschaft zu tun. Und was ich mich so ein bisschen gefragt habe, bildet diese Szenenstruktur, wenn wir uns erinnern, also diese Binärmatrix, die dann auch zu diesem Netzwerkgraphen geführt hat, bildet diese Szenenstruktur überhaupt soziale Verhältnisse adäquat ab? Also dadurch, dass eine Kopräsenz von zwei Figuren auf der Bühne existiert, stehen die überhaupt in irgendeinem geartigen Verhältnis. Die zweite Frage ist ja dann auch, okay, wenn wir jetzt so eine soziale Theorie oder sowas hätten, inwiefern ist ein Theaterstück, was ja, ist ja hier, das wird man ja erstmal als Theaterstück und nicht als, keine Ahnung, als soziale Beziehung sehen, inwieweit ist ein Theaterstück ein Abbild der Realität? Und die dritte Frage, welche Erkenntnisse, das was ich jetzt gerade so ein bisschen frei interpretiert habe, welche Erkenntnisse lassen sich aus den Graphen, die wir jetzt gerade gemeinsam gesehen haben, überhaupt erzielen? So. Das wäre jetzt so meine Antwort.